So, wir haben das jetzt hier aufgesammelt, noch zwei, drei Sachen. Gibt es nichts, was diese Uruks nicht schänden würden? Jetzt will ich In zum nächsten ihren Turm Augen ist vorgehen. Schönheit nur dazu da, um vernichtet zu werden. Ein Jäger, der seinen Speer wert ist, kann jede Beute in Schach halten. So. Dann hat der Idiot eben ein paar Uruks ohne irgendeine Verletzung getötet. Ich habe auch schon Ghule getötet, ohne einen Kratzer davon zu tragen. Mal alles aufdecken, wäre für mich wichtig. Eine Festung meines Hauses, errichtet aus Stein. Sehr schön. Als wir aus dem Lager geflohen sind, waren wir noch ein Dutzend mehr. Bitte, kehre zurück und rette die anderen. Da ist es. Reichtum wird Gondor nicht schätzen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold verbündet gegen den Königreich der Menschen anhaufen. Schön. So, darauf. Ich habe eigentlich rauf gesagt, nicht runter. So, Machprobe. Auf mit dem Käfig! Ich brauche einen guten Kampf! Sofort! Oh oh. Jetzt werden wir zugehauen. Du bist tot, du. Probieren wir es halt. Ich liebe eine gute Prügelei. Zurück mit dir, nein! Oh, das könnte dann problematisch sein. Der ist ein bisschen stark, glaube ich. Deswegen sage ich mal: Ciao, adios, amigos. Adios, muchachos. Gut, ich bin weg. Sehr schön. Ja, da war dann doch etwas stark. Ja.
Probieren wir's. Schlagt ihm den Schädel ein. Das werde ich jedenfalls machen. Das Zeug haut rein wie ein Krauk. Trinkt aus! Da bin ich. Zu langsam. Todwandler. Hey. Der Zeitpunkt, du Stück Schrack. All der Grog hat mich wütend gemacht. Okay. Zwei geht nicht. Nein, 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 nein. Nein, du Bestie. Schlag ihm in die Weichteile. So, jetzt wird. Ich glaube, jetzt nur mit du und ich, oder? Jetzt tu's endlich! Töte mich! Das war's. Oh, das ist wieder ein Boss. Okay. Menschendreck! Ich bin nicht allein, du Idiot! Schaffen wir, schaffen wir! Wenn ich dich gehäutet habe, dient deine Haut als mein Banner!
Sehr schön. Und jetzt reicht es mir wirklich sehr. Und das war der eine. Zweite. So. Machen wir den Auftrag jetzt. Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Graug gejagt? Ein Graug hat, was du mir versprachst? Ja. Aber nicht irgendein Graug. Der größte, den ich je gesehen habe. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver. War auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd: nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestie nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten.
Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Ach, unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Okay. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Waldläufer, hier rüber! Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Der riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Wenn der Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Du wirst einen Karagor nicht beim ersten Versuch besteigen. Hat mich einige Narben gekostet, das zu lernen. Wenn der Karagor blutet, machst du es richtig. Wenn er dich tötet, hast du es falsch. Was jetzt? Steig auf deinen Rücken! Halt dich fest! Okay. Genauso lange brauche ich auch, um eine zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Okay, wohin? Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Na gut, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann noch dran. Ciao.